Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Die Käthe hier, eure Handarbeitstrolli. Ja, ihr starrt auf eine dreckige Decke. Folgender Hintergrund. Alle kennen ja die von Michaela, also der Kanal heißt Nadelsucht, ins Leben gerufene Sommerloch-Challenge, wo es darum ging, in Zeitrahmen von 2 Wochen am ältesten VIP entweder beim Kreuzstich 500 Kreuze zu setzen, beim Perlensticken 2000 Perlen oder beim Diamond Painting 2500 Steinchen zu setzen. Und ja, letzten Endes hat sie ja jeden von uns nominiert und der eine oder andere weiß auch, dass ich zu dieser Challenge auf meinem Discord auch eine spezielle Rubrik freigeschaltet hat. Also jeder, der da gerne mitmachen möchte, außerhalb von YouTube oder auch natürlich innerhalb von YouTube, ne? Also parallel dazu kann diesen Kanal nutzen und da seine Sachen reinstellen. Genau, genug Eigenwerbung. Ich habe tatsächlich beim Aufräumen mein ältestes Kreuzstich-VIP gefunden. Und mir wurde übel. Nicht, weil die Decke dreckig ist, sondern jetzt muss man sagen, das Stickbild oder das ist, also ich würde schätzen, 20 Jahre Minimum alt. Allererster Versuch und dementsprechend sieht es halt auch aus. Trotzdem wunderschöne Sache. Ist auch nie in Vergessenheit geraten. Ich wusste, irgendwo schlummert's. Ja, also ich schieb's mal hoch. Und zwar ist das eine Decke mit Lilien und ihr seht schon, was ich angefangen habe. Ich hab's oder bin dabei, es wieder aufzutrennen und mit dem Gedanken, es dann nochmal neu zu machen. Und zwar ist das ein Ricoh-Design, diese 90x90 Tischdecke ist das. Und meine Liebe zu Lilien geht schon entsprechend so viele Jahre zurück. Ja. Dieses Kit, ich glaube, ich habe es mal beim Budinette bestellt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht habe ich es auch aus dem Bastelshop irgendwo bei uns in der Nähe gekauft. Ich habe tatsächlich noch die Garne, wie sie damals da drinnen waren. Stickanleitung habe ich jetzt hoffentlich verpixelt. Dummerchen. Gott sei Dank, was auch immer ich hier weggeschnitten habe, ich habe keine Ahnung, habe ich nicht die Farbnummern weggeschnitten. Und selbst wenn mir jetzt durch das Auftrennen einfach die Fäden nicht reichen, kann ich immer noch dann das Ganze nachordern, wenn mir da was fehlt. Ja, und der Grund, warum ich es auftrenne, kriegt ihr dann Bluh. Grauenvoll, ne? Also da hatte ich noch keine Ahnung von Deckstich und anscheinend auch die Anleitung nicht richtig gelesen. Kreuz und quer. Bluh. Also wie gesagt, die Blume und auch wenn du hier guckst, das Muster von der Gardine, Gardine, jawohl, von der Decke, ist wunderschön. Mal hier. Das so alles in so einem zarten Lindgrün, wunderbar. Hier mit den Ranken und so ein paar Polkadots mit drauf. Ja, leider, wie gesagt, an einigen Stellen doch ein bisschen. Ich hoffe, dass das von der Farbe von oder dass das vom dem Stickrahmen ist
oder von irgendwelcher Pappe, die da noch mit drin lag in der Kiste und jetzt nichts Schlimmes ist. Aber selbst wenn ich es ein bisschen aufhellen kann, dann würde ich es trotzdem mehr hinlegen, weil ja. Schön, schön, schön. Na, jetzt sieht man natürlich die weißen oder die, hier kommen ja eigentlich dann noch die Backstitche hin, die Rückstiche für die Außenkontur, dass die Linie klarer rauskommt. Ja. Und somit wäre quasi mein Plan für die Sommerloch-Challenge erstmal alles auftrennen, um dann ja quasi wieder neu anzufangen. Nicht nur quasi, oh, guck mal. Einen Faden haben wir zu Ende oder ist der gerissen? Oder hat da was dran geknabbert, aber das ist ja eigentlich Baumwolle. Nee, guck mal. Oh! Frau Käthe war damals doch nicht ganz so dumm. Trotz ohne Wissen. Wir haben einen Loopstart gemacht. Ha! Hui! Kann ich ja fast stolz auf Vergangenheitskäthe sein. So ohne sämtliches Wissen. Damals gab es ja noch gar kein YouTube und andere Sachen, sondern nur mich und das Handwerkszeug. Ja. So ist der Plan. Kräftig auftrennen, um dann wieder neu zu starten. Und zum Starten, also wenn ich das alles aufgetrennt habe, würde ich euch dann für den Neustart dann auch noch mal wieder mit hinzunehmen, um dann zu gucken, schaffe ich die Challenge oder schaffe ich sie nicht. Begleitend dazu, natürlich dazu wird auch ein Post von mir im Discord erscheinen. Und denke doch auch, so ich es nicht wieder vergesse, auf Instagram. Ja, auf jeden Fall jetzt mit neuem Stickwissen. Ich glaube, das war auch der Gedanke oder der Grund, warum es dann so eine Weile dann halt einfach hier lag. Auch mit einer Originalnadel übrigens noch mit dabei. Einfach dieses Wissen darum. Und es hat halt einfach ewig gedauert damals. Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich an irgendeiner Blume da gesessen habe. Und meine, mit dem Wissen von heute, da sollte das Ganze auch etwas schneller vonstatten gehen. Also einmal mit dem Wissen und natürlich dann mit den Materialien von heute. Ja, damals hat es ja noch nicht, ich hatte zwar ein Stück Rahmen für die Hand, aber noch keinen Stickschnender. Und mit dem Stickschnender ist das ja doch alles ein bisschen einfacher. Da jemand, da jetzt nicht lang, da jetzt lang. Gruselig. Aber wenigstens habe ich gesehen, dass ich keine großartigen Knoten oder so gemacht habe. Gott sei Dank. Davor hatte ich eigentlich die größte Angst, als ich die Tischdecke umgedreht habe. Uiuiui. Nur keine Knoten. Und dann siehst du teilweise keinen Anfang, kein Ende. Und so werde ich mir die halt, die einzelnen Stränge dann halt nehmen. Die sind ja jetzt so gruselig und werde hier ja, auf so eine Garnkarte machen, so eine Kunststoffgarnkarte
werde die befeuchten und dann einfach aushängen lassen, dass sie dann eben entsprechend wieder gerade sind zum Sticken. Das sollte eigentlich funktionieren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, wo ist der nächste? Guck hier. Nee, das kann nicht sein. Da wird es wahrscheinlich hier sein. Ja. Ja. So habe ich jetzt erstmal ein bisschen Beschäftigung. Für die Abende. Ja. Und bin dann also damit in großen Vorbereitungen für die Sommerloch-Challenge. Ich hoffe, ich schaffe es noch bis in diesen Sommer. Nicht, dass es dann daraus eine Herbst-Challenge wird, ne? Na, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt erstmal Bescheid, was da noch so alles passiert bei mir. Wäre interessant, habt ihr auch noch so ganz alte Sachen zu Hause? Vielleicht noch so aus Omas Zeiten. Manchmal ist es ja auch, dass man so Sachen, na, ich will mal sagen, vererbt gekriegt hat. Dann da so rumschlummern. Oder wie alt ist halt einfach euer ältestes Bild, ob Ange oder Projekt, Kreuzstickprojekt. Egal, ob jetzt angefangen oder nicht angefangen. Das wäre mal interessant. Jeden Fall nach wie vor, wie gesagt, freue ich mich auf das Muster, die schöne Lilie. Judy, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich trenne hier weiter so vor mich hin. Und sage damit, bleibt mir bitte gesund, bleibt mir fröhlich, tragt die Hörnchen aufrecht und wir sehen uns hoffentlich hiermit bald wieder. Ciao.